Hey, Servus! Und zwar ist wieder der 15. Das heißt, es gibt wieder 15 Pakete! Boah. Spaß! Das hier ist Loot Chest! Loot Chest, ihr wisst Bescheid, nerdiger Artikel für Freaks, Geeks und Nerds und Motherfucking World da draußen. Ich würde sagen, mach's nicht mehr auf, lange Schlangen, lange Schlangen und. Wo sind denn? Warum sind die Klebestreifen hier? Ah. Hier. So, ich hoffe, man sieht auch alles. Ich muss da hier testen, hier gucken. Naja, ein bisschen rüber. So. So. iTunes ist auch auf. So, machen wir auf. So. Als erstes, so ein Scheißmann, mir blitzt schon die Decke ins Auge. Und wie es aussieht, super Mario. Ich mach die mal auf. Wow, this is fucking amazing, bitches. Das ist echt eine geile Kackendecke, ey. Zieht euch das mal rein hier. Ist das nicht geil? Find die geil. Oh, die kann man schön dehnen. Für mich als mega Super Mario Fan, mein Held in der King Parade. Das ist ein A und O. O. So. Was haben wir noch drin? Irgendwas von Sonic. Ja, ein von den Jansen habe ich drin. Gucken wir mal nach. Nee. Oh, Tails, Mensch. Tails. Das ist für Mann, lach schon. Für euren Rucksack oder wenn ihr verreist, so einen Anstecker. Wenn ihr dran machst, dann wissen alle, aha, du bist MC Hammer aus der Klöpenick 44 Straße 12345. Auch absolut geil! Ich liebe ja Sonic und Mario, das ist genau deswegen habe ich echt so eine Lutsches-nerdige Box und sowas alles abonniert, weil ich stehe auf diesen Super Mario-Scheiß, diesen Oldschool-Trend von früher. Ich stehe voll drauf. So, das Buch, das gucke ich mir später an. Was haben wir noch drin? Ein Spielkarten-Set! Spielkarten, Batman vs. Superman! Noch eingepackt. Ich glaube, das lasse ich auch eingepackt. Ich glaube, das lassen wir mal eingepackt. Ich denke mal, das wird wahrscheinlich mit ins Gewinnspiel ins nächste kommen. Batman, Superman. Ah, oh, Entschuldigung, ist auch noch drin. Ein Batman Multitool. Flaschenöffner, als sowie auch Flathead Screwdriver. Ja, scheint so ein Allrounder zu sein mit Schraubenzieher und sowas. Also, war ein Bieröffner halt. Flaschenöffner, Entschuldigung, weil wir trinken kein Bier, wir trinken Flaschen. Also, ja, ein Bett mit Flaschenöffner. Scheint ja auch schick zu sein, ne? Ja, ist ein Schraubenzieher halt mit Minus und Plus. Für unterwegs ganz praktisch eigentlich. Ah, ich frage jetzt bloß, wofür ich das unterwegs brauche. Naja. So, was ist das hier? Eine GS2-Arcom Giftcard, 3 Euro, 1000 von digitalen Produkten zur Auswahl. Eine 3-Euro-Karte. 3! 3! 3-Euro-Karte. Kann man mit hier nehmen? Ghostbusters Renewal Stickers. Bestimmt wegen dem Film, der jetzt rauskommt. Von Ghostbusters halt Stickers, da ist der, also fehle ich jetzt sehr an der Randung, ist der Dicke hier, der Geist, der Slimer, und halt das Ghostbusters Karten Sticker. Oh, auch ganz praktisch, vielleicht Gewinnspiel. Und ein T-Shirt. Ein T-Shirt. Und zwar von Songbird. Sagt mir doch eigentlich nichts, sei ich ganz ehrlich, Songbird. Ich bin nicht so der extreme Zocker mehr, aber ich stehe diesen Oldschool-Kack, stehe ich übelst. Oder halt auf Serien oder sowas. Songbird. Wenn ich jetzt schätzen müsste, würde ich vom Designer schon sagen Batman, aber liege ich garantiert wieder dreimal falsch. Songbird. Gucken, vielleicht landet das auch mit in die Lospackung, weil mittlerweile habe ich extrem viel T-Shirts. Also, was ist noch hier drin? Ich drehe euch! Da war ich sehr Zeit gewartet, ich drehe euch! Lutsches Aufkleber? Die Kiste? So, was ist noch hier drin?
Und zwar ein Airhead, ein Blue Raspberry Geschmack. Nutrition Packed. Airheads. Ich mach den jetzt mal auf und esse den. Vielleicht falle ich da um. Boah, das Ding ist ja blauer als ist mein Zustand jeden Samstag. Oh, schmeckt halt sehr nach Chemie, ey. Schmeckt sehr süß nach Chemie. Das sind ja diese Dinger von Wow und Fritt ein Kau. Gott, er verschluckt, ey. Kann man essen, ne? Ein Wertpapier? Mm-hmm. Scheint schon gewesen zu sein. Guck mal schnell ins Gutscheinsbuch. Oh, du scheißt doch immer mehr im Mund. Also das Sonic-Anhänger war 3 Euro. T-Shirt ist von Batman. Oh, 15 Euro. 15, ne? Die Decke von Nintendo. Ja. 13. Batman vs. Superman Kartenspiel 7 Euro. Ich würde nie was das ausgeben für ein Kartenspiel. Aber okay. Die Avenue Sticker, also hier von Ghostbusters. Der war 4 Euro. Und das Ding 10 Euro? Also mal ganz ehrlich, Leute, dafür 10 Euro. Naja, ich weiß ja nicht. Also ohne Scheiß bei so einem Rammstab für 3, 4 Euro vielleicht. Aber 10 Euro. Vorher sagen muss der Video einiges, aber 11 Euro. Das ist schon ganz schön, also. Ist auch nur für die Luchess Plus geeignet. Naja, gut. Das ist jetzt sozusagen der Zusatz dafür, dass ich die Spezialboxen habe. Finde ich selber ist ein doofes Zusatz. Ne, hätten sie lieber die Decke als Zusatz geben können, sage ich ganz ehrlich, weil da kannst du viel mehr anfangen damit. Ja. Und das war die neue Luchess. Bin dieses Mal so gut wie zufrieden. Also alles, was Nintendo oder Sega oder sowas ist, immer bei mir Daumen oben, dann wird man nicht loben. Ja, ansonsten das Gewinnspiel ist schon seit 2 Tagen aktiv von jetzt das Neuere. Seit 2 Tagen aktiv. Wenn ihr mitmachen wollt, geht auf Facebook und befolgt die 4 Punkte, die ich dort angeschrieben habe, auf meiner Fanseite Longtime Mixer. Achso, ist auch kein Spiel mit Verzögerung. Longtime Mixer hieß die Seite. Die Facebook-Seite. Dort ein bisschen runterscrollen, das habt ihr irgendwo das Gewinnspiel und alles befolgen, was dort steht und schwubbelibull, seid ihr am Topf. Leider kann nur einer gewinnen und es sind schon wirklich vielleicht 30, 40 Leute, die teilnehmen mittlerweile. Das ist schon wirklich viel innerhalb von 2 Tagen. Das ist schon wirklich amazing, motherfuckers. So, von meiner Seite aus war es das erstmal. Wie ihr sagt, man kann nicht meckern, das Deckchen sollte noch einen guten Platz bei mir finden. So mit Zuckerdeckchen, wenn mir kalt ist. Banana, Capri-Banana. Alles klar, haut rein. Gute Wette, ab ins Bett. Ich bin ja überhaupt nicht fett. Alles klar, haut rein. Macht mit beim Gewinnspiel und sichert euch eure Mega-Sachprämien. Alles klar, haut rein.